Hallihallo, hier ist die Christine von der Kunstwerkstatt Resilient Arts. Ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten Folge meiner Serie Trash Hacks. Ich habe neulich dieses kleine Büchlein hier gezeigt, einen Flipthrough gemacht. Und da waren ja solche Karten drin, wo dann unten in den Kommentaren halt der Wunsch von euch war, dass ich mal zeige, wie die erarbeitet werden. Und die sind eigentlich recht simpel. Ich habe das hier schon mal mir die Seite aufgeschlagen. Und zwar ist das eben halt so, dass wenn man die aufklappt, hier so eine Karte hochsteht, die in so einer Tasche hier festgehalten wird. Und ja, da kann man dann sich ein kleines Kärtchen reinlegen. Und das ist hier eben halt auch dieses Junk Journal hier ist auch überwiegend mit ja, mit Wegwerfmaterial erarbeitet. Und ja, deswegen passt das ganz gut in die Trash-Hack-Serie. Hier gab es noch eine zweite Karte. Seltsamerweise finde ich die jetzt aber nicht, obwohl ich mir eigentlich einen Reiter dran gemacht hatte. Ich gucke mal eben. Ach ja, genau hier. Die ist halt auch so gearbeitet, dass ja, man hier in der Mitte sozusagen diesen Kartenhalter hat oder diesen Ephemera-Halter. Und da sind jetzt hier auch ein paar selbstgestaltete Kärtchen drin. Und ja, die zeige ich auf jeden Fall heute. Ja, und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, habe die Karten ein bisschen abgeändert. Habe da jeweils einen Gummizug dran gemacht mit einem kleinen Charme unten dran. Und ja, ich habe die insoweit abgeändert, als dass ich sowieso zwei Taschen jetzt hier habe und eben halt hier noch kleine Pockets mit reingearbeitet habe, dass man hier noch richtig viel drin verstauen kann. Und tatsächlich ist es trotzdem nicht besonders dick. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen, obwohl das mit Pappe gearbeitet ist. Ja, mit Resten tatsächlich auch. Hier auch noch mal in einem anderen Format. Und ja, ich habe hier kleine Bilder, die mich interessieren und natürlich hier meine Taschen, um die es eigentlich geht. Also dieses, dass das dann auch so hoch steht. Und ja, ich finde die ganz niedlich, muss ich sagen. Und die gehen auch relativ schnell zu machen. Ist jetzt irgendwie kein Hexenwerk. Und ja, der Verschluss bei den anderen Karten in meinem Flipthrough, da war ja ein kleiner Klett. Ich habe es jetzt hier mit einem Gummiband gelöst, finde ich irgendwie besser. Und ja. Hier eben halt nochmal in ganz groß. Passt jetzt wahrscheinlich alles gar nicht ganz ins Bild. Ich fahre es mal einmal so durch. Hier ist auch noch so ein Doppelpocket. Also man hat hier einmal ein Pocket und dann hier halt auch nochmal. Die liegen dann einfach hier so ein bisschen übereinander. Sieht einfach nett aus. Und ja, genau. Das werden wir auf jeden Fall heute machen. Ich finde die recht schick. Und wir machen heute ein etwas kleineres Pocket. Und ich zeige euch noch, wie man sehr elegant einen Brief falten kann. Das mache ich vielleicht jetzt sogar tatsächlich mal als erstes. Das hatte ich vor ganz, ganz langer Zeit mal bei der Jutta von Funkelkram in dem Video gesehen, das hat sie fast beiläufig gezeigt, so dass ich das, also das war kein Tutorial und ich musste das dann 100 Mal hin und her spulen, um zu verstehen, wie das gefaltet wird. Und ja, ich finde die Falttechnik total süß. Es ist so, ja, es hat einfach irgendwie was Besonderes, wie ich finde. Und genau, ich zeige euch einmal, wie dieser Brief gefaltet wird. Ich habe mir hier schon was vorbereitet. Das ist jetzt hier A5. Das ist kein A5, das ist so ein bisschen größer, spielt aber im Prinzip eigentlich keine Rolle.
Und ja, wie man anfängt zu falten, ist im Grunde genommen eigentlich ziemlich egal. Ich zeige jetzt einfach mal, welche Faltungen ihr machen müsst. Also einmal erstmal nur zur Hälfte gefaltet. Ich brauche mal mein Falzbein. Und dann noch mal in die andere Richtung. Steht hier auch so ein bisschen über. Ich hätte vielleicht die Ränder mal noch sauber abschneiden können. Habe ich jetzt vergessen. Das könnt ihr ja dann machen. Und genau, dann dreht ihr es einmal um. Dann wird es hier noch mal auch zur Mitte gefaltet. Und auf der anderen Seite auch. Ich brauche mein Beispielblatt noch fast daneben. So, und jetzt wird diese Seite einmal hier runtergefaltet. Dass man oben genau an der Ecke zum Liegen kommt. Und genau, jetzt wird das einmal so rumgelegt. Und da rutscht dieses Dreieck immer so ein bisschen weg. Deswegen muss man das irgendwie so ein bisschen festhalten und dann noch mal gut falzen. Und genau, das habe ich jetzt schon, das habe ich jetzt. Und dann wird es andersrum gedreht und nach hinten gefaltet, beziehungsweise nach oben und nochmal nach oben. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger, weil es natürlich dick ist, aber vielleicht nehmt ihr ein bisschen dünneres Papier. Ich hatte jetzt hier mir ein Bild ausgeschnitten und das noch auf so alten Packpapier geklebt. So, und die letzte Falz ist nicht einfach so rumschlagen. Also man meint ja, das wird jetzt einfach hier so reingesteckt, sondern es wird jetzt erstmal auf dieser Linie hier genau hochgelegt, sodass es auf dieser Linie ist und eben halt auf dieser Linie. Und ich mache es immer erstmal einmal so rum. Falls mir das vernünftig, dann kommt es eigentlich nach innen und kommt hier eben halt, jetzt wird es so reingesteckt. Und das war es dann schon. Ich finde es total schön irgendwie. Es ist super, super verschlossen. Und man kann hier wirklich ein kleines Geheimnis irgendwie drin aufbewahren. Und hat hier, also in meinem Fall, jetzt habe ich ja nur ein Bild hier drin. Aber das kann natürlich auch ein schöner Brief sein, den man vielleicht so ein bisschen auch verbergen möchte. Und ja, ich finde es auf jeden Fall total cool. Und genau, ich werde jetzt heute hier mit solchen Tissue-Boxen, also mit den Resten von Tissue-Boxen arbeiten. Ich finde das immer ein ganz schönes Ausgangsmaterial. Ich kaufe auch meine Tissue-Boxen immer irgendwie nach dem, wie das Design ist. Also suche mir immer das aus, was ich dann wirklich auch noch weiter verwenden kann. Und ja, entweder nehme ich die Linie hier oder wenn ich es etwas breiter haben möchte, dann kann ich natürlich auch hier entlang. Dann hat es aber hier immer diese Falte. Und ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, also das ist die Breite hier, ne? Da habe ich das hier abgeschnitten an der sowieso vorhandenen Falz. Wenn ich das jetzt hier mache, ich weiß nicht, ob mir das dann irgendwie im Weg steht. Deswegen mache ich es einfach jetzt der Vorsichtshalber lieber hier, also schon an der sowieso vorhandenen Falz und trenne mir erstmal die Teile ab, die ich jetzt gleich verwenden möchte. Ihr könnt das natürlich auch mit allem anderen machen, das ist ja immer klar, aber da wir hier bei den Trash-Hacks sind, gucke ich natürlich auch immer, dass ich Wegwerfmaterialien verwende oder eben halt
Beim letzten Mal habe ich ja viele Schnipsel verwendet. Und man kann hier schon im Grunde genommen sich auch eine Pocket raus machen, also diese Rundung sich zunutze machen. Ich mache das jetzt auch direkt mal. Das finde ich immer ganz praktisch, weil hiervon kann man wirklich eine Menge weiterverwenden. Ich lege es mir mal hier oben gerade an die Linie von meiner Platte. Und ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen wenig Platz zum Kleben. Deswegen muss ich das sparsam ausschneiden. Also ich meine, in meinem Grundstock habe ich wenig Platz. Jetzt bin ich leider verrutscht hier. Also diese Packung, die kann man wirklich in seine kompletten Einzelteile verlegen. Da ist so viel, was man irgendwie weiter gebrauchen kann. Man kann auch diese Rundung hier einfach nehmen, ne? Man könnte jetzt hier noch die Ecken nehmen, mache ich vielleicht auch sogar. Gleiches Prinzip, lasse ich jetzt nur ein bisschen größer. Und auch dieses Teil könnte man schon als, ja, als Einstecktasche, als Bellyband oder was auch immer nehmen. Also ich verballer diese Boxen hier wirklich immer so. Verbrauche eigentlich fast alles davon, wenn es irgendwie geht. Deswegen habe ich auch nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir diese Tissue-Boxen kaufe. Wir brauchen die sowieso in der Kita. Wir nehmen das anstelle von Taschentüchern, weil das ja praktischer ist irgendwie. Das haben wir immer auf dem Tisch stehen, sieht dekorativ aus und man kann sich immer mal eben ein Tuch rausziehen, um den Kindern zum Beispiel auch den Mund mal eben sauber zu machen, die Fingerchen oder eben halt die Nase zu putzen. Und genau, jetzt habe ich hier schon zwei schöne Ecken und ich verziere mir die, glaube ich, noch mit einer Zickzackschere. Dann sieht es noch mal ein bisschen netter aus. Und ja, weil ich das hier irgendwie schlecht sehen kann, mache ich mir mal eben hier eine Linie, an der ich schneide. Ich habe so ein bisschen schlechtes Licht heute hier. Also es ist zwar alles ausgeleuchtet, aber mir kommt es irgendwie trotzdem heute sehr dunkel vor. Und da ist es einfacher, wenn ich mir das mal eben vorzeichne. So, und jetzt habe ich hier im Grunde genommen schon 1, 2, 3. Ich bräuchte noch ein Bellyband eventuell gleich. Jetzt klebe ich aber erstmal meine Packung zusammen. Und das hier kann noch ab. Was man auch irgendwie direkt nehmen könnte, ne? Es hat sogar eine ganz schöne Form hier mit dem rechts und links, dass da nochmal so ein kleiner Ausläufer ist. Also ihr seht schon, aus so einer Box holt man echt ordentlich was heraus an Trash. Also ich schaue gleich mal. Ich lege mir das schon mal hier hin, falls ich das weiterverwenden möchte. Und hier mache ich das natürlich auch noch ab.
So, und ich bin jetzt immer hergegangen und habe, also das muss ja jetzt quasi so und dann wieder so, ne? Also, ich nehme hier von der Seite 2 cm. Das kann man eigentlich dran lassen und falze mir das. Und an dem anderen natürlich genauso. Und dann wird es einmal hochgeknickt. Und sozusagen, ach so, ich habe es jetzt falsch rum. Ich mache das natürlich so, weil ich möchte, dass das Schöne irgendwie außen haben, weil innen werden ja noch Taschen und alles dran geklebt. Und in meinem Flipschuh bei den Karten hatte ich das hier unten mit Sticky Tape, also hier Sticky Tape hingemacht. Aber ich tacker das aus dem einfachen Grund, weil wenn man da dann Karten reinschiebt, also irgendetwas zum Aufbewahren reinmacht, dann klebt das immer so ein bisschen unten an dem Sticky Tape fest und das stört mich. Deswegen tacker ich das schlicht und ergreifend. Ist die einfachste Methode, um das geschlossen zu bekommen. Und ich habe immer das so ein bisschen mit der Zackenschere rausgeschnitten. Das hätte ich jetzt natürlich mal besser vorher gemacht, weil das hier ein bisschen zu anstrengend ist eigentlich für meine Schere. Es geht jetzt aber Gott sei Dank. Außer der Abschluss jetzt hier, ist jetzt nicht ganz so sauber geworden. Also das macht man besser vorher, bevor er das zusammentackert. Wobei, wäre auch so noch gegangen, ne? Ja, ist jetzt nicht so schön. Ignoriert das einfach, mein Fehler. Genau, dann habe ich ja gesagt, ich mache noch einen dritten. So, und jetzt schneide ich mir hier schon mal ein Stück ab. Also mache ich es mal hier. Also Maße anzugeben wäre jetzt hier wirklich Schwachsinn, weil ja nicht jeder verwendet hier irgendwie so eine Tissue-Box für diese Technik. Und jetzt noch mal 2. Da schneide ich es dann ab. Also bei 2 cm hinter dieser Falz, die ich gerade gemacht habe. Und wahrscheinlich werde ich noch von der anderen Tissue-Box ein Stückchen brauchen. So, und dann habe ich hier noch ein Stück. Da mache ich mir jetzt natürlich auch bei 2 cm wieder meine Falz. Kann man natürlich auch mehr als 2 cm nehmen, ne? Das ist im Grunde genommen egal. So, und jetzt mache ich das mal besser vorher. Das ist ja wesentlich einfacher und macht dann auch das schöne Zickzack, was ich haben möchte. Was jetzt auf der anderen Seite leider nicht so ist. So, das tackere ich mir jetzt auch wieder zusammen und dann bestimme ich noch die Länge, logischerweise.
eine Seite müsste ich jetzt so kürzen, dass die genau hier zum Liegen kommt. Das zeichne ich mir jetzt ein. Lege das an meine magische Schneidematte, womit ich vorher nie gemessen habe und das seit neuestem irgendwie für mich entdeckt habe und so glücklich bin darüber. Ich habe hier zwar schon, also einige Markierungen sieht man schon gar nicht mehr, weil ich da entweder zu stark dran die Farben abgerieben habe und dann die Muster mit abgegangen sind, also die Kästchen hier, oder weil es sowieso eingesaut ist. So, jetzt habe ich die Seite fertig geschnitten. Und ja, jetzt kann ich halt überlegen, ne, möchte ich das gerne so belassen schon oder möchte ich da eine kürzere Öffnung haben? Also das könnt ihr dann so entscheiden, wie ihr möchtet. Ne. Hier habe ich es ja ganz kurz gelassen. Das Ding hier könnte man jetzt hier noch mal ein Stückchen abmachen, aber man kann es natürlich auch so lassen. Ich lasse es jetzt so, falls hier aber jetzt noch mal ordentlich drüber. Und da ich das als Abschluss ganz schön finde, mache ich mir das auch mit der Zackenschere hier ab. Und dann brauche ich hier natürlich ein Loch, wo mein Gummi nachher reinkommt. Versucht die Mitte zu finden. Ja, und jetzt kann ich gucken, wie ich das mit meinen Resten irgendwie bestückt bekomme. Also wie gesagt, ich hatte ja jetzt hier eben schon so ein paar Sachen ausgeschnitten. So könnte man es aber jetzt schon reinmachen vom Prinzip her. Ja, und was für ein Kleber ihr nehmt, bleibt ja immer euch selbst überlassen. Ich habe jetzt hier den Kleber von Funkelkram in dieser kleinen Präzisionsflasche. Den habe ich allerdings vorher ein bisschen flüssiger gemacht, weil man den ja sonst gar nicht umgefüllt bekommt. So, dann habe ich neulich hier Lind geschenkt bekommen und ist eine voll coole Stencil-Schablone hier. Man kann aber auch total süß dieses Teil hier ausschneiden. Das finde ich auch ganz edel, die kleinen Herzen. Gut, es ist ein bisschen schwierig, die auszuschneiden. Aber auch bei so einer Box heißt es natürlich verwahren, verwahren, verwahren. Weil sind immer schöne Sachen, die man irgendwie weiterverwenden kann.
So, das schaut doch schon ganz ordentlich aus. Und man kann dem Ganzen natürlich wieder ein bisschen noch Vintage verleihen, indem man das mit dem Bürstchen so ein bisschen einfärbt. Und natürlich auch die ganzen Seitenkanten. So, jetzt habe ich mir für dieses Projekt schon allerhand rausgesucht. Das wäre jetzt leider zu groß. Ja, aber ich habe hier noch so ein paar irgendwie kleinere Sachen aus meiner Restekiste rausgekramt, die ich jetzt mal hier reinpacken werde. Ja, dann ist das Ganze fertig. Ich finde es super, super süß. Wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen sehr voll. Also die anderen hier habe ich irgendwie nicht so voll gemacht, sodass die ganz gut auch noch in Junk Journal irgendwie reinpassen.
sind auch ein bisschen voll, aber nicht ganz so voll wie das jetzt hier. Ja, und wenn ich das jetzt offen mache, dann kommen die eben halt, stehen die so hoch. Ich habe jetzt hier die Seiten noch zugemacht mit Sticky Tape. Dann hält es einfach besser zu. Also, ne, sonst klappte das immer so ein bisschen auseinander. Und eigentlich gehört es so rum mit meinem zauberhaften gefalteten Brief, den ich euch zu Anfang gezeigt habe. Und ja, mit ein paar kleinen Specials. Finde ich total cool. Alles aus so einer Tissue-Box. Absolutes Trash. Würde sonst im Altpapier landen. Jetzt habe ich was Schönes für in meine Bücher oder einfach auch mal zum Verschenken. Ja, das war die heutige Folge meiner Serie Trash Hacks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare und ich mag den Austausch übrigens auch sehr, sehr, sehr mit euch. Das gefällt mir total gut, dass ich immer noch eigentlich fast immer auch antworte oder eben halt was Persönliches schreibe in den Kommentaren, dann auch zu euren Kommentaren. Das werde ich natürlich nicht immer so schaffen. Desto mehr Kommentare man hat, desto schwieriger wird das und das ist auch ein großer Zeitaufwand. Aber für den Moment freue ich mich über alles, was von euch kommt und bin dann auch bei euch und lese die Kommentare. Ich freue mich auf das nächste Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald. Tschüss.